Hallo und willkommen zu einem neuen Video aus der kleinen Holzwerkstatt. Ja, kleine Holzwerkstatt, nein, ich bin im Auto. Und warum, sage ich euch gleich, nach dem Intro. So, ich bin im Auto, weil ich heute eine Maschine teste. Und zwar teste ich die Shaper Origin. Ein geiles Teil und ich bin echt super gespannt. Und dazu fahren wir nach Mainz. Und in Mainz treffen wir den Christian. Und der Christian, der hat diese Shaper Origin. Und die teste ich dann. Ich zeige euch mal, was ich ein bisschen an Material dabei habe. Schaut mal hier. Ich habe also zwei Holzplatten dabei. Ich habe ein bisschen Furnier dabei. Und das brauchen wir heute alles. Und ja, lasst uns nach Mainz fahren. So, wir sind bei Christian angekommen. Hallo Christian, erstmal. Hallo Micha. Hi, grüß dich. So, super. Und Leute, was mir hier begegnet, ist sowas von genial. Ich muss euch das unbedingt zeigen, weil das ist eine Werkstatt. Das ist eigentlich keine Werkstatt, das ist fast ein Wohnzimmer. Ne? Also so ein Wohnzimmer für Männer. So, ich führe euch mal ganz kurz rum. Guckt euch mal diese Werkbank an. Sowas Geniales habt ihr noch nicht gesehen. Guckt euch dieses Teil an. Edler geht es nicht. Wirklich nicht. Hier anderes Holz verwendet. Alles schön aus Buche. Christian hat mir gerade gesagt, dass das Schwundmaß von dieser Werkbank enorm ist. Oder hier. Das ist übrigens Corpus Delicti für heute. Ihr seht schon, da ist ja die Werkbank obendrauf für die Shaper Origin. Die werden wir ja heute testen. Dann guckt mal, wie liebevoll das alles gemacht ist hier. Hier Bohrständer 2. Dann haben wir hier noch, ach herrje, ich bin total platt. Und Christian meinte gerade, ich muss ganz, ganz, ganz stark sein. Ich zeige euch jetzt mal eine Schublade. Darf ich? Ja. Ich darf, ne? So, pass auf. Guckt mal da rein. Ist das nicht ein Traum? Also, ich habe immer gedacht, ich habe eine Werkstatt, die kann man sehen lassen. Die kann man angucken, die kann man, was weiß ich, ich habe eine schöne Werkstatt. Ich muss es revidieren, habe ich nicht. Ich habe eine funktionierende und vielleicht funktionelle Werkstatt. Christian hat eine schöne Werkstatt. Das ist richtig cool. So, und jetzt, ich kriege gerade so einen Fingerzeig. Moment mal, guck mal. Das ist eine zweite Schublade, ne? Christian, hast du irgendwie ein Hobelproblem? Nee, eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Ja, okay, cool. Ja, ich freue mich hier zu sein und wir gucken uns heute, wie gesagt, die Shaper an, Shaper Origin an, oder ich gucke die an, weil ich ja die Frage für euch beantworten will, brauchen wir das? Braucht man sowas in der Werkstatt? Christian sagt ja. Nee, brauchen tut man nicht, aber wenn man es hat, braucht man. Ja, das ist immer so. Und aber ich will einfach diese Frage beantworten und das machen wir anhand eines praktischen Beispiels. Das praktische Beispiel ist einfach, wir lassen mein Logo in Holz ein, habe ich euch ja bereits gesagt, und da ist das Logo, guck mal. Hier, das ist der Plan. Das ist der Plan dazu. Und am Ende des Tages müssen wir den in Holz haben. Genau. So, wir starten mit dem Aufkleben, dem sogenannten Shaper Tape. Shaper Tape ist ja die Orientierungshilfe für die Shaper, dass sie weiß, wo sie denn steht. Und im Nachgang wird dann letztendlich dieses Shaper Tape gescannt, so muss ich sagen. Um der Maschine mitzuteilen, wo sie dann genau steht und beziehungsweise mit welchen Orientierungshilfen sie arbeiten muss. Wenn dann alles gescannt ist, also dieses Scanbild erzeugt ist, dann rechnet sie und irgendwann erkennt sie dann auch, wo sie steht und schaltet um auf die Oberfläche. So, das heißt also, man sieht in dem Bildschirm diese Streifen. So, und jetzt wird im Nachgang die Datei ausgewählt, die bereits schon auf der Shaper drauf ist. Also Christian hat es bereits schon alles digitalisiert. Man nimmt es dann auf, hat dann die Möglichkeit, die Größe zu verändern, das Ganze noch zu rotieren, einen Ankerpunkt zu setzen. Ihr seht, auf dem Display wird eigentlich alles angezeigt, schon was für Möglichkeiten oder was für weitere Schritte jetzt notwendig sind. Dann müssen wir der Maschine noch sagen, wie weit der Fräser von der Oberfläche weg ist. Dazu gibt es einen automatisierten Z-Touch, so nennt sich das. Das heißt, die Maschine fährt runter und holt sich automatisch die Höhe, die sie aktuell vom Fräser zum Werkstück hat.
Ja, und nun kann es auch schon losgehen. Wir fräsen also jetzt die zwei Halbringe, die wir für den Außenbereich brauchen. Und diese Halbringe, die sieht man auch sehr schön im Display mit den Fräskonturen bzw. mit der Fräslinie. Der runde Kreis, den ihr seht, das ist quasi der Bereich, den die Maschine selbst korrigieren kann. Die Maschine kann ja selbst korrigieren, weil ihr fräst ja Freihand. Und Freihand heißt immer, dass man nicht genau nach der Kontur fräst. Und das macht die Maschine dann automatisch. Das heißt, ihr müsst nur diesen blauen Bereich im Kreis lassen, denn das ist eure Fräslinie. So Leute, die erste Beute ist fertig. Wir haben den ersten Ring gefräst, den zeige ich euch jetzt mal. So, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen näher ran, dass ihr seht, wie die Kanten aussehen. Guckt euch diese Kante an. Ist das nicht genial? Das ist mehr als genial. Messerscharf alles. Die Kontur ist super genau. Also besser kann es nicht sein. So, der nächste Schritt ist das Ausfräsen dieses Sägeblattes, das ich im Logo habe, und den Ring. Und dafür ist jetzt auch ein Fräserwechsel notwendig. Nachdem wir jetzt das Sägeblatt ausgefräst haben, ja, zeige ich euch nochmal ganz kurz. Müssen wir jetzt den Fräser wechseln von 3 mm auf 1 mm. Ganz einfach, weil wir in die Ecken müssen. Das heißt also, wir müssen hier, ich zeige das bei euch mal, hier in diese Ecke, da müssen wir exakt rein. Das muss exakt ausgefräst werden und das kriegt man eben mit dem 3 mm Fräser nicht hin. So, das machen wir jetzt und jetzt zeige ich euch mal, wie klein diese Fräser sind. So, hier abgebildet 3 mm und 1 mm. Und dann kriegt ihr schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie filigran hier gearbeitet werden kann. Und hier werden die Buchstaben gefräst und ihr seht am Display, wenn ihr mal auf der linken Seite schaut, auf dem Display, wir haben ein Übermaß von 0,2. Das heißt also, wir sind noch 0,2 mm von der eigentlichen Fräslinie, die wir wollen, weg. Ganz oben haben wir eine 2 stehen, das ist die Tiefe. Und wir fräsen aktuell eine Außenkontur mit einem 3 mm Fräser. Ihr seht also, ihr werdet auf dem Display über alle Dinge, die da gerade passieren, informiert. Alles wird dargestellt und auch dann, wenn ihr hochfahrt, werden weitere Dinge eingeblendet. Also es ist nicht so, dass es unübersichtlich aussieht. So, hier nochmal eine Funktion, die ihr auch wissen müsst. Das ist eine automatisiert, mit automatischem Vorschub geführte Funktion. Jetzt wird der Kreis grün, er bewegt sich nicht mehr und die Maschine läuft in ihrer Korrekturmöglichkeit einfach der Fräskontur hinterher. Jetzt ist er wieder weiß, läuft er wieder weiter, jetzt wird es wieder von Hand geschoben. Ihr könnt die Maschine also dann stehen lassen. Und innerhalb diesem Kreis fährt sie dann automatisch mit einem definierten Vorschub, den man auch einstellen kann. So, und das ist das Ergebnis unserer, ja, der positiven Fräsung, das heißt also den Inlays, die wir ausgefräst haben. So sieht es jetzt aus. Jetzt müssen wir uns an die Tasche machen, also ans Gegenstück machen, und jetzt fräsen wir in die Escheplatte diese Taschen für diese Buchstaben ein. Die Maschine verfügt also auch über eine Taschenfräsfunktion, die eingestellt werden kann. Die fräst man normalerweise mit einem größeren Fräser los und erstmal so dieses grobe Material raus. Und ihr seht auch, dass wenn er einen großen Fräser verwendet, dass man nicht in alle Ecken reinkommt. Das erkennt die Maschine automatisch, lässt euch da einfach auch nicht zu. Und ihr fangt erstmal an, wie gesagt, diese groben Teile auszufräsen. Hier sieht man das nochmal ganz schön, dass eben an diesem K der Schritt nach oben nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Hier muss man wieder absetzen und wieder runterfahren und dann wird der obere Bereich gefräst, weil eben da die Kontur einen Durchmesser von 4 mm nicht zulässt. So, die Taschen sind jetzt fertig gefräst, hier nochmal in der Nahaufnahme. Und dann können wir uns auch ganz langsam mal an das Einsetzen der Buchstaben machen. Ihr seht also, wie
super genau das Ganze gefräst ist. Keine Ausrisse, kein gar nichts. Wirklich perfekt. So, diese Aufnahme zeigt, glaube ich, wie genau diese Tasche und dieses Inlay gefräst sind. Also das geht saugend rein. Es hat wirklich null Spiel. Und muss jetzt nur noch verleimt werden. So, im letzten Schritt machen wir noch diesen Kreis außenrum. Und dann sind wir eigentlich auch durch. Beziehungsweise dann muss die Kontur komplett außen noch rund gefräst werden. Aber dann ist das Teil eigentlich fertig. Was dann noch gemacht werden muss, wir müssen noch hobeln. Also die Buchstaben einfach auf gleiche Höhe bringen wie die Escheplatte. Und ja, und dann sind wir eigentlich durch. So Leute, die ganze Geschichte geht jetzt dem Ende zu. Also wir haben aktuell, Christian, was haben wir? Was haben wir? Entspannte halbe elf. Entspannte halbe elf. Alle Achtung, das war aber richtig mega cool, weil ich zeige euch jetzt mal, oder wir zeigen euch jetzt mal das Ergebnis dazu. Und ich glaube, das allein beantwortet schon die Frage, braucht man sowas? Nö, brauchen nicht, aber schön. Aber schön, wenn man was hat, ne? Ja, genau. Also, guckt euch das einfach an, in Ruhe. Ich zeige euch das jetzt mal. So, ein paar Nahaufnahmen habt ihr ja auch gesehen schon. Also, diese Sache hier ist absolut perfekt. Da gibt es nichts auszusetzen. Es sind keine Fehler passiert. Es ist wirklich sehr zuverlässig. Und vor allem, es sieht geil aus. Und weil es bei Christian gebaut wurde, das ganze Ding, machen wir jetzt noch ein Branding. So, Christian, du darfst. Wow. Cool. Ah, ein bisschen daneben. Nein, also nicht ganz? Alles gut, alles gut. Aber okay. So, wir hatten einen schönen Tag. Wir hatten, also ich habe viel erfahren. Ich habe viel gelernt. Danke, Christian. Bitte schön. Und ja, jetzt geht's nach Hause. Wir haben mittlerweile 22.52 Uhr. Jetzt reicht's auch. Und ja, zu Hause kriegt das Ganze dann noch eine Ölung, also einen letzten Schliff sozusagen. Den seht ihr auch gleich. Nach einem Tag zurück in meiner Werkstatt und hier halte ich das Endprodukt in der Hand, das was wir gemacht haben. Ihr habt ja an den einzelnen Sequenzen gesehen, wie es entstanden ist. Und ich habe die Maschine dabei kennengelernt. Und wenn ich euch heute die Maschine beschreiben würde und alles, was ich von Christian erfahren habe, dann würde das sicherlich eine Videolänge beanspruchen, die wäre immens lang. Das will ich aber gar nicht und deswegen beschränke ich mich auf ein Fazit. Ein Fazit, das, was ich so erlebt habe, das, was ich aufgenommen habe, als wir dieses Logo gemacht haben oder beziehungsweise die Inlays in diese Escheplatte gemacht haben. Ja, bevor wir aber zum Fazit kommen, will ich euch teilhaben lassen an einem, ja, ich will sagen, das ist immer spektakulär, am Ende eines Möbelstücks, das man baut oder am Ende eines Werkstücks, das man baut, nämlich das Ölen. Damit verleiht man diesem Werkstück einfach nochmal ein ganz besonderes Feuer. Und da lasse ich jetzt euch einfach teilhaben. Guckt einfach mal zu. So, kommen wir zum Fazit. Zum Fazit der Maschine, zu dem, was ich erlebt habe an diesem Tag. Und ich habe mir da mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, was denn so alles für mich diese Punkte waren, ja, die einfach wichtig sind, um einmal eine Entscheidung zu treffen, muss ich sowas haben, ist sowas wichtig in der Werkstatt oder nicht. Also ich habe eine Maschine kennengelernt, die Möglichkeiten hat, die ihr sonst so in der Form und in der Geschwindigkeit dann auch nicht habt. Also das ist, ihr könnt freiformen, fräsen, ihr seht es hier an diesem Logo, hier sind Formen gefräst, die sind manuell herstellbar, fast nicht umsetzbar. Das ist wirklich, also das wäre schon ein Riesenkönnen, was da vorausgesetzt wird, um so etwas letztendlich auch als Intarsien oder Inlays, wie auch immer man die nennen möchte, hier in die Holzplatte zu bringen.
Ihr seht hier kein Spaltmaß, ihr seht hier nichts. Das ist wirklich exakt eingepresst. Und wenn man die Genauigkeit, mit der wir gearbeitet haben, so ein bisschen betrachtet, dann reden wir hier von 0,05 mm Korrektur, die wir teilweise eingegeben haben in der Form, wo der Fräser einfach 0,05 mm entweder Übermaß oder Untermaß gefräst hat und dann die Teile gepasst haben. Also das ist schon sensationell. Und wenn man teilweise auch nachgemessen hat, man hat eine Nut gefräst, jetzt hier diese Nut von diesem Außenring, die haben wir nachgemessen und die war exakt auf das Zehntel genau gefräst. Das ist mit einer Freiformfräse natürlich ein Riesenpunkt. Ja? Also ihr könnt wirklich alle Möglichkeiten, ihr habt alle Möglichkeiten, ihr habt alle Freiformen. Ihr könnt freie Zeichnungen nehmen, ihr könnt eine Zeichnung machen, von Hand zeichnen, bringt die irgendwie in eine SVG-Datei und dann auch digital auf die Maschine und die Maschine fräst euch das. Das ist sensationell. Oder ihr macht einen Tisch, in diesen Tisch muss eine Gradleiste und ihr möchtet, dass die Gradleiste ein gewisses Maß hat, ihr sagt es der Maschine, selbst bei großen Dingen macht die Maschine letztendlich das, was ihr ihr sagt. Also das ist schon so. Voraussetzung ist allerdings, man muss einfach ein paar Dinge beachten. Ja. Man muss ein bisschen Ahnung von Fräsen haben. Man muss wissen, wie das Ganze funktioniert. Natürlich nimmt die Maschine viel ab und natürlich zeigt sie einem auch letztendlich die Richtung, an die man fräsen muss, um Gegenlauf zu fräsen, was ja viel einfacher ist, als mit dem Lauf zu fräsen. Das ist schon von der Maschine letztendlich so ein bisschen eine Hilfestellung. Und auch die Einstellungen, die sind autodidaktisch, sind einfach. Das Menü, ganz einfach, wirklich. Da ist kein überladenes Menü vorne drauf, an dem man sich erstmal durch weiß Gott wie viele Ebenen durchklicken muss, sondern das ist relativ einfach aufgebaut, sodass man relativ schnell erkennt, wo da die Reise hingeht. Also Menüführung gut. Möglichkeiten unbegrenzt. Wie gesagt, man muss ein bisschen was vom Fräsen verstehen, weil wir spielen hier in der Profiliga. Und es ist immer die Frage, will man in der Profiliga spielen? Das hat nicht nur mit dem Können der Maschine zu tun, sondern das hat auch natürlich mit ganz monetären Gedanken zu tun, nämlich auch dem Preis, da kommen wir nachher noch dazu. Auch das sind Dinge, wo man sich einfach drüber im Klaren werden muss. Ist mir das wert? Möchte ich das tun? Oder reicht es mir aus, wenn ich ein Spaltmaß habe mit, was weiß ich, 0,5 mm daneben? Ja, wo ich auch sage, okay, kann ich mit leben. Wenn ich damit leben kann, dann würde ich sagen, naja, okay, komm, dann ist es nicht so ganz dramatisch. Wenn ich aber sage, ich möchte, mein Möbelstück soll wirklich perfekt sein, es soll ein Schmuckstück sein und ich möchte Dinge machen, die bei einem Möbelstück wirklich was ganz Herausragendes macht, dann ist diese Maschine, hat diese Maschine absolut ihre Berechtigung. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, man muss ein bisschen was vom Fräsen verstehen. Also die Maschine setzt schon ein paar Dinge voraus. Es ist nicht so, dass ihr sagt, naja, okay, ich stelle die Maschine jetzt ein und dann fräse ich einfach mal los und es wird schon was werden. Es gibt Videos im Netz, bei denen diese Leute mit diesen Maschinen arbeiten und man sieht, naja, es ist irgendwie nicht so richtig das Verständnis fürs Fräsen da. Man beachtet nicht, dass das Holz eine Maserung hat und dass auch der Fräser gegebenenfalls einer Maserung nachlaufen möchte oder dass es da einfach Längs- und Querfaser gibt. All diese Dinge muss man einfach verstehen. Oder große Fräser, dass die eher zum Ausreißen von etwas neigen. Kleine Fräser nicht in bestimmten Tiefen oder mit einer vollen Tiefe einstellbar sind, sondern in stufenweisen Abstufungen einzutauchen ist. Das sind alles so Dinge, die muss man einfach ein bisschen beherrschen. Das muss man, ja, und das kriegt man mit einer Oberfräse hin. Wer mit einer Oberfräse gearbeitet hat und dort seine Erfahrung gesammelt hat, der weiß, wo diese Fallen sind und wo diese Lücken sind, in die man da tappen kann. Und ich glaube ganz einfach, dass einfach die Fragestellung ist, will ich da in der Profiliga spielen, will ich das Geld ausgeben oder auch nicht? Wann kaufe ich so eine Maschine? Auch die Frage ist kurz beantwortet. Wenn ihr Möbel baut und ihr wollt diese Möbel, wie gesagt, perfekt haben, dann tut ihr euch da unheimlich leicht.
wenn er diese Maschine einsetzt. Möbelbau, würde ich sagen, das ist so ein bisschen die Voraussetzung. Wenn ihr, was weiß ich, reines Holzbau macht oder was ich, Werkstattmöbel herstellt oder was auch immer, da würde ich sagen, Leute, also da tut es auch eine ganz konventionelle Maschine. Und da kann man auch viel von Hand machen. Ja. Aber wer sowas natürlich bauen will, der muss dann natürlich schon sich überlegen, wie kriege ich das hin, wie kriege ich das gebacken, und der kommt eigentlich an dem Thema fast nicht vorbei. Natürlich, klar, es gibt immer noch die CNC-Fräsen, die eben stehen. Und der Vorteil, wie gesagt, dieser Origin ist eben, dass man von der Größe nicht begrenzt ist. Ihr könnt ganz groß, auf großen Tischplatten könnt ihr irgendwas einfräsen. Ihr müsst es eben nur digital für die Fräse vorbereiten, dass die Fräse weiß, wo es ist. Aber ihr seid nicht von der Größe begrenzt. Und diese Fräsen, die man oftmals in diesen Werkstätten sieht, die haben dann 50 auf 50 oder 40 auf 40 oder 1 Meter auf 1 Meter. Und da sind wir aber dann schon in einer Preisliga, wo man sagen kann, naja, da könnte man noch vielleicht noch einen oder anderen Euro drauflegen und dann hätte man diese Origin. Also ich würde sagen, wenn euer Hobby Holz bauen oder Möbel bauen und das vielleicht so ein bisschen extrem ist als Privatanwender, dann, und ihr habt verfügt über diese finanziellen Ressourcen, die da aufgerufen werden, und jeder weiß, glaube ich, was das Ding kostet, also irgendwo knapp vor die 4.000 Euro, 3.800, glaube ich, liegt sie mit Werktisch, und den würde ich euch auch empfehlen, den zu kaufen, weil der einfach viel mehr Möglichkeiten bietet. Ja? Wenn euer Hobby, wie gesagt, extrem ist und ihr sagt, Hobby will ich haben und ihr habt ein paar Euro über, dann ran. Wenn ihr Möbel baut und ihr seid Profis und Profischreiner oder Tischler, dann würde ich sagen, ist sowas unerlässlich, dann muss sowas her, weil das einfach in das digitale Zeitalter geht. Und man muss einfach rechnen. Ja? Man muss rechnen, rechnet sich's nicht für mich. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich weiß, dass es sich nicht rechnet, aber ich kaufe es trotzdem. Und insofern, ja, das ist die Erfahrung, die ich mit dieser Origin gemacht habe. Sie ist easy zu bedienen, es geht einfach. Man muss ein paar grundlegende Dinge, wie gesagt, beherrschen. Aber ansonsten ist es eine geile Maschine. Ob ihr sie euch kaufen wollt oder ob ihr euch die leisten wollt, das muss ich euch jetzt zurückgeben. Ich für meinen Teil schwanke. Ich weiß es noch nicht, ob ich sie brauche. Ich glaube, das muss bei mir einfach noch ein bisschen reifen. Aber abgeneigt bin ich nicht. Ich bin aber auch nicht so euphorisch, dass ich sage, ich brauche die morgen. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Einfach aufgrund der Erfahrung, was ich jetzt mit diesem Logo gemacht habe, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite völlig unabhängig von irgendwelchen Einflüssen, ob das von Shaper direkt ist oder von wem auch immer. Habe ich die einfach mal betrachtet, für euch betrachtet, und habe die mal unter den Gesichtspunkten eines Heimwerkers betrachtet. Und vielleicht hat es ja geholfen, euch ein bisschen näher zu bringen an das Thema oder auch zu sagen, nee, komm, da kann ich drauf verzichten. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir diese ganze Art und Weise, wie ich sowas untersuche, gefällt, dann würde ich sagen, abonniere jetzt den Kanal, denn es ist wichtig, dass du eben weiter informiert wirst. Dass die Videos bei dir aufschlagen oder beziehungsweise du informiert wirst, wenn ich die Videos hochlade. Über einen Daumen nach oben freue ich mich. Und in diesem Sinne sage ich nochmal ganz lieben Dank an den Christian und seine Frau. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Servus.